Buonasera, meine YouTube-Freunde, Schalker-Freunde und Sportskameraden zu einem neuen Video. Und aber gibt's nichts Erfreuliches zu erzählen, da das Einzige, was mich jetzt wirklich, betroffen macht, ist, Simon Terodde fällt für die nächsten drei Spiele, sagen wir bis Jahresende, fällt er aus. Verletzungsbedingt, er darf nicht spielen und das tut weh. Wie Terodde fällt aus? Der ist verletzt, habe ich doch gerade gesagt. Jetzt können wir nicht mehr gewinnen. Gegen haben wir doch auch jetzt gegen Sandhausen. Die waren 17. Ja, mein Sohn wieder, der spielt jetzt gerade hier ganz Fußball auf so klein, zwei kleinen Toren, fragt mich. Wie sollen wir gewinnen? Wie gesagt, wir haben auch gegen Sandhausen ohne Terodde gewonnen. Dann sagt er, ja, die waren aber 17. Ja, das ist wirklich jetzt ein Schlag für mich. So, pom, in die Fresse, dass der Simon Terodde ausfällt bis Jahresende. Boah, hätte ich nicht jetzt gedacht. Wirklich. Ich habe gedacht, vielleicht gegen St. Pauli nur. Aber nicht alle hier gegen Hamburg und gegen Nürnberg, dass er da wieder dabei ist. Boah, da muss ich erstmal wirklich. Boah. Ja, viele sagen, ey, wir haben auch jetzt mit Terodde, ohne Terodde gegen Sandhausen 5-2 gewonnen. Ja, haben wir. Wir haben auch ein gutes Spiel gemacht, muss man ja auch sagen. Auch wenn der Tabellen 17. ist, hast du mehr Freiräume gehabt, aber das wirst du nicht gegen St. Pauli haben oder gegen Nürnberg oder gegen Hamburg. So, da ist es ja, dass du so ein Terodde in solchen Spielen, diesen Spitzenspielen brauchst. Die Erfahrung von ihm ist so wichtig in solchen Spielen. Und boah, das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht für mich oder für allen Schalkern, dass der ausfällt. Boah. Ja, Piringer wird ja den Terodde ersetzen. Viele haben gesagt, gegen Sandhausen hat er das wirklich gut gemacht. Ich sehe das leider nicht so. Er kann besser. Bei mir ist halt so, er muss sich mehr im Strafraum befinden, aber mit dem Abschluss mehr Torszenen haben und nicht immer rechts, links laufen. Ein Stürmer muss vorne sein. Der muss auch mal ein Tor machen. Er hat ein oder zwei Abschlüsse gehabt. Das war's. Gegen einen Tabellen 17. Da erwarte ich noch mehr, noch gieriger, ein Tor zu machen. Der muss gierig sein. Ich will jetzt ein Tor machen. Gierig. Aber vielleicht kommt das noch. Und dann kann er mir es beweisen und sagen, Franco, siehste, ich kann auch treffen. Um Gottes Willen, ich würde mich mega freuen, wenn er trifft. So, aber wen haben wir dann auf der Bank? Da haben wir jetzt zwei Stürmer vorne. Den Bülter und den Piringer. Aber kein Ersatz. So, und dann höre ich, von der knappen Schmiede soll ein Stürmer hochgezogen werden. Aber sorry, eine knappe Spiele, da eine A-Jung sehe ich jetzt keiner, wirklich keiner, der uns da jetzt vielleicht, wenn er auf der Bank ist, reinkommt, uns helfen könnte. Auch von Sané, der Bruder, Sidi Sané, der wird uns auch nicht weiter. Er braucht, nein, der spielt, nein. Dann ist Salif Sané, ist unser Abwehrspieler. Und der andere spielt bei Bayern. Hallo? Das ist der Bruder von dem Schatz. Das ist der Bruder, der spielt in der A-Jugend von Schalke. Der von Bayern München, dein Lieblingsspieler da. Und wo war ich jetzt gerade? Jetzt hat er mich durcheinander gebracht. Nein, ist noch zu früh. So, und ich habe keinen da in der A-Jugend, wo ich sage, boah, der könnte uns helfen, wenn er reinkommt. Aber ich habe einen im Ärmel. Ich hole meinen Ass im Ärmel raus. Der spielt bei den Amateuren. Nicht der Krasniqi, der mal schon zwei, dreimal gespielt hat. Nein, weil der Junge, der braucht noch viel, viel Zeit, auch wenn er jetzt in Amateure auch getroffen hat gegen Uerdingen. Nein, du brauchst auch jetzt auf der Bank einen Erfahrenen. Und den hast du. Der kam jetzt im Sommer nach Schalke. Der kam aus der amerikanischen Liga, die USL Championship. Bei Phoenix Piesing hat er gespielt. Ja, viele unbekannt. Er heißt Rufat Dadaschow. 30 Jahre, 1,89 Meter groß. Ist Nationalität Aserbaidschan. Hat auch schon Nationalmannschaft gespielt.
16 Einsätze, 4 Tore. Jetzt hat er wieder, hat eine Pause gemacht in der Nationalmannschaft, wurde wieder berufen, hat auch jetzt in der Nation League gespielt, hat auch schon ein bisschen Erfahrung. Jetzt hat er bei uns in der Amateure gespielt, 13 Spiele, 6 Tore, eine Vorlage. Hat auch mal 2018 und 2019 bei Preußen Münster gespielt. Glaub fast 1,5 Jahre, wenn es mich nicht irrt. Da hat er 15 Spiele, 11 Tore gemacht. Ist auch jetzt nicht der Große. Aber wenn du jetzt einen brauchst für die Bank, der dann später mal reinkommen sollte, würde ich wirklich Rufat Dadaschow hochziehen. Erfahrener Stürmer. Würde ich so machen. Weil von der Klappenspiele, bin ich ehrlich, da ist keiner, wo ich sage, der drängt sich auf oder so. Ist in meinen Augen nicht. Deswegen würde ich mit dem Rufat Dadaschow den auf der Bank tun. Und man weiß ja nie, vielleicht überrascht er, ist für ihn eine riesen Chance, sich da jetzt zu zeigen. Und auf einmal bum, 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 macht er Tore. Und dann hast du den auch. Dann brauchen wir keinen neuen Stürmer suchen. Ja, das ist mein Vorschlag. Schreibt ihr in die Kommentare, wen würdet ihr hochziehen als Ersatz für Terode, aber auf der Bank jetzt, weil der Piringer ja spielt. Wen würdet ihr hochziehen von Amateure oder von der Knappenspiele? Schreibt reichlich in die Kommentare. Dann sage ich bis zum nächsten Video. Ciao, euer Schalke.